Jo, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich mit dir über drei Dinge sprechen, die dir dabei helfen, ein richtiges Mindset zu bekommen, wenn es darum geht, Frauen im Alltag kennenzulernen. Also viel Spaß bei dem Video. Schön, dass du wieder zugeschaltet hast. Sebastian hier von Authentisch Männlich. Alle reden immer über das Thema Mindset. Du musst ein gutes Mindset haben. Was bedeutet eigentlich Mindset? Mindset heißt nichts anderes als die richtige Einstellung. Du musst die richtige Einstellung zu den Dingen haben. Viele Menschen sind negativ eingestellt, fokussieren sich immer nur auf das Negative. Wenn ihnen irgendwelche Dinge passieren, war klar, dass mir das wieder passiert. Und das Leben wird ihnen immer weiter Dinge zuspielen, die sie darin bestätigen, dass das eine oder andere nicht läuft. Anders hingegen sind die Menschen, die nach Lösungen suchen, die nach Chancen gucken, die das Gute in den Dingen sehen. Die haben ein ganz anderes Mindset und darum geht es heute, weil dieses Mindset ist sehr entscheidend, wenn es darum geht, Frauen im Alltag kennenzulernen. Weil deine Einstellung ist entscheidend, wie du dich dann entsprechend verhältst und wie du auch auf dein Gegenüber wirkst. Die erste Sache, die ich dir mit an die Hand geben möchte, ist etwas, das habe ich von Alan Watts, der mich damals sehr inspiriert hat, der immer gesagt hat, Life is play. Was bedeutet das? Das Leben ist spielerisch. Nimm dich nicht zu ernst. Frauen wollen immer einen Mann haben, der weiß, was er will, ja? Der eine Führungspersönlichkeit ist, der Dinge entscheiden kann, der machen kann, der auch mal durchgreifen kann. Gleichzeitig möchten sie aber auch jemanden haben, der spielerisch sein kann, der sich selbst nicht zu ernst nimmt, der auch mal humorvoll sein kann, der nicht immer nur staubtrocken ist, sondern auch mal sehr dynamisch agieren kann. Gleiches gilt für das Thema Ansprechen im Alltag. Nimm dich doch bitte nicht so ernst. Bekomm halt einen Korb. Na und? Dann hast du eine lustige Geschichte, die du erzählen kannst. Wo ist das Problem? Hör auf, dich selbst die ganze Zeit zu krass zu verurteilen, was jetzt wieder nicht gelaufen ist, was jetzt wieder nicht gut war, ja, was du alles falsch gemacht hast. Spielerisch sein. Spielerisch auch mit deinen Makeln umgehen, wenn du dich mal versprichst. Ja? Einfach mal sagen, oh, jetzt habe ich mich aber voll versprochen, ich bin total nervös bei deinem Anblick. Nimm dich selbst nicht zu ernst und das ist auch der Schlüssel zu einem erfolgreichen Datingleben später. Und die zweite Sache, die ich dir mit an die Hand geben möchte, ist, hör auf, dir zu viele Gedanken zu machen. Ich weiß, gerade am Anfang, wenn du noch nie eine Frau angesprochen hast, man baut sich eine Welt zusammen, die gar nicht existiert. Man denkt sich durch Möglichkeiten, was du sagen könntest, was sie sagen könntest. Zu viel Denken zerstört den ganzen Prozess und führt auch wieder dazu, dass du nicht, wie im Punkt 1, spielerisch sein kannst. Wenn du dich zu ernst nimmst, wenn du alles durchdenken möchtest, wenn du dir keine Fehler erlaubst, dann bist du irgendwann in einer Routine gefangen. Du fängst an, Sprüche auswendig zu lernen. Du lässt es gar nicht zu, dynamisch zu sein, mal zu lachen. Ja? Nimm dich nicht so ernst und mach dir nicht zu viele Gedanken. Komm ins Handeln, sprich Frauen an, reflektiere, was passiert ist, nutze die Erkenntnisse und dann wende sie wieder an, anstatt dir wirklich monatelang, so wie ich damals, sich Gedanken zu machen, was alles schief gehen könnte, um dann am Ende nicht zu handeln. Der letzte Punkt, der dritte Punkt heute ganz kurz und knackig ist, genieße die Sensationen deines Körpers. Es gibt nichts Schlimmeres, als ein Leben auf der Flatline zu führen. Ja, wenn alles so 0815 ist, wenn es keine Highlights nach oben als auch nach unten gibt. Ja, das eine bedingt das andere. Freude bedingt auch Trauer. Wenn du Trauer nicht kennst, weißt du nicht, was Freude ist. Wenn du Freude nicht kennst, weißt du nicht, was Trauer ist. Und deswegen, es gibt im Leben immer Höhen und Tiefen. Genauso gibt es im Dating auch immer Höhen und Tiefen. Aber du musst durch die Erfahrung durch, um auch eben diese Spikes nach oben zu haben. Sonst wird es, wie gesagt, flach. Und das willst du nicht, weil du möchtest am Ende deines Lebens auf ein interessantes, spannendes Leben zurückblicken und nicht auf ein total langweiliges Leben, was sich gar nicht gelohnt hat zu leben. Deswegen, geh raus, mach die Erfahrung und spüre deinen Körper. Ansprechangst. Ja, was ist Ansprechangst? Ein Aktivierungszustand. Dein Körper macht was. Du lebst. Du merkst dein Herz vielleicht mehr als sonst. Ja, deine Hände zittern vielleicht ein bisschen. Mein Gott, das ist die Erfahrung des Lebens. Das ist das Leben. Deswegen, nimm dich nicht zu ernst. Sei spielerisch. Mache Fehler, aber komm ins Handeln. Das ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Ich möchte es dabei belassen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, du kannst diese Tipps auch entsprechend anwenden. Schaue jetzt keine weiteren Videos, gehe raus in die Praxis, sammel deine Erfahrungen und dann komm wieder und lass uns gemeinsam in den Austausch gehen. Lass uns gerne ein Like da, ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!